Nein, oh, ich weiß auch nicht. Soll ich mich dazu äußern? Erzähl, komm. Ja, den Alex, den kenne ich. Woher? Ihr hattet was? Erzähl. Jetzt wird's spannend. Ja, ich hab den, also ich war beruflich in Stuttgart. Mhm. Hattet ihr ein Sexdate oder war das? Dann lass ihn doch mal kurz richtig erzählen. Ja, ich glaube, doch, es war ein Sexdate, ja. Nicht mehr, nicht weniger und auf jeden Fall auch nicht wieder, ja. Wir fanden uns erst sympathisch und dann hat's einfach für mich nicht gepasst. Also, weil wir hatten ihn dann Sex, skurril auffanden. Aber ich fand ihn dann auch irgendwie ein bisschen skurril. Also, das ist gestern noch nicht aufgefallen, weil ich war selber ein bisschen perplex, dass er mich so förmlich begrüßt hat, so als wenn man sich noch nie gesehen hätte. Hi, ich bin der Alex und du? Lars, hi. Freut mich, Lars. Ich gucke, kommt er da an, ich so... Nicht. Scheiße, ich hab nur gedacht so, ja genau. Na, wen treffen wir denn noch alles hier? Und dann, als hätten wir uns noch nie gesehen. Nicht dein Ernst. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, spielst das Spiel mal kurz mit. Ich habe ihn dann aber nachher später hier im Zimmer einmal angesprochen. Ich so, wie, der hat so getan, als würde er dich nicht kennen? Ja. Finde ich ein bisschen schwach. So, ne, ich meine, wenn jetzt hier irgendwie ein Typ reinkommen würde, mit dem ich was hatte, dann würde ich jetzt auch nicht so tun. Oh Gott, oh nein, Hilfe. Ey, wenn das wir haben doch auch gesagt, wir kennen ja, uns. Ja, klar, was ist nein, denn das für ein Shit? Es ist irgendwas an ihm, wo ich einfach nicht genau weiß. Aber jetzt geht hier auch richtig Gossip los, ne? Es ist erst Tag 2. Toll.